Habe die Ehre, schön, dass du wieder zuschaust. In diesem Video geht es darum, wie du in Zukunft die Kontrolle über deine Lebensumstände behältst. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn dich Themen interessieren zum Thema Geschäftsentwicklung, zum Thema Marketing, Verkauf oder auch finanzielle Freiheit, aber besonders auch Selbstentwicklung, Weiterentwicklung, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like unter dieses Video, kommentiere auch gerne dieses Video mit Vorschlägen zu Themen, über die du gerne mehr wissen willst, was dich interessiert und schicke es gerne weiter, dieses Video an Menschen, die auch ein Thema haben mit Kontrolle und setze einfach einen Klick auf die Glocke, dann wirst du in Zukunft auch alarmiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Gehörst du zu diesen Menschen, die gerne die Kontrolle übernehmen, die gerne Menschen anderen Leuten erzählen, was sie zu tun haben, wie sie richtig zu leben haben, weil du denkst, dass sie gesünder sein könnten, dass sie besser sein könnten, dass sie effizienter sein könnten, dass sie sich mehr Zeit sparen könnten, wenn es darum geht, ihren Alltag zu managen, wenn es darum geht, ihr Haus zu putzen, ihr Haus zu reinigen, ihren Job besser zu erledigen. Und du machst es einfach ganz einfach aus dem Grund, instinktiv eigentlich, weil du ein hilfsbereiter Mensch bist, weil du es eigentlich gut meinst mit ihnen, aber es kostet dich wahnsinnig viel Energie und Kraft und auch Zeit, dass du vielen Menschen, die es eigentlich gar nicht brauchen oder die gar nicht davon überzeugt sind, dass deine Hilfe ihnen weiterhilft, dass du praktisch immer gegen eine Wand rennst. Und ja, irgendwann mal macht es dann buff. Und du sagst dir, ey, so viel Zeit habe ich investiert in die anderen und ich sehe keine Ergebnisse und irgendwie tut sich nichts. Was dich letztlich frustriert, was dich ja Energie und Zeit gekostet hat und du leidest noch mehr mit diesen anderen Leuten, die ja eigentlich vielleicht sogar glücklich sind mit der Art und Weise, wie sie leben. Auch wenn du denkst, dass es besser gehen könnte. Es ist nicht deine Schuld auf jeden Fall, so mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, weil wir schon von klein auf, und das habe ich auch wieder heute im Treffen mit der Kindergärtnerin meiner Tochter erlebt, dass es darum geht, sich immer anderen anzupassen, dass es darum, dass du von Anfang an dazu erzogen wirst, dass du anderen hilfst, dass du sie unterstützt und dass du dich da eigentlich dadurch selbst vergisst, weil es darum geht ja auch, dass du es vorlebst, wie es andere. Ja, wie es andere inspiriert, dass es andere inspiriert. Es geht nicht mehr darum zu kontrollieren, sondern es geht darum zu inspirieren. Wie du das Ganze schaffst, das erkläre ich dir gleich. Allerdings noch kurz vorab kann ich dir nur sagen, dass du nicht der Einzige bist, der diesen Prozess durchläuft. Ich war auch dabei, wirklich meine ganze Energie zu verschwenden, eigentlich meine Ex zu überzeugen, dass es einfacher geht im Leben, dass man Geld anderweitig verdienen kann, dass man sich nicht ständig stressen muss, dass man erst zu sich kommt und sich wirklich selbst erstmal kennenlernt und auch lieben lernt, um dann entsprechend auch diese Energie an andere Leute weiterzugeben. Es hat aber nicht geklappt, weil ich ganz einfach keinen Prozess hatte. Ich hatte keine klare Vorstellung, keinen Plan, dass ich, wie ich an meine Ziele komme und wie ich auch über diesen Prozess. Und weil ich keinen hatte, ging es natürlich nicht, aber einen Prozess zu haben, mit dem man versteht und dem man täglich folgt, dass man an seine Ziele kommt, dass man erreicht, anderen Leuten zu helfen und wie man es schafft, das kommt jetzt in 4 Punkten. Zum ersten, erstmal geht es darum zu akzeptieren, dass du nur dich kontrollieren kannst. Wie kontrollierst du dich am besten? Indem du dir dieses Beispiel machst, hey, es geht darum zu sagen, ich bin ein kleiner Kreis. Das Ganze habe ich von einem gewissen Steve Covey erfahren. Du bist der kleine Kreis, in dem großen Universum, denkt dir die Welt als großen Kreis. Du bist ein winzig kleiner Kreis und die Kontrolle über diesen winzig kleinen Kreis liegt einzig und allein bei dir. Alles, was darum passiert, ist eigentlich gar nicht in deiner direkten Kontrolle. Und dank eines Prozesses, dank aber deiner Ausstrahlung, kannst du aber immer mehr zu dir kommen. Und wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann arbeitest du an dem Ziel, dann macht die Arbeit Spaß, dann bist du bei dir
Und indem du dir immer wieder diese Motivation holst, immer diese positive Schwingung holst und deine Ziele, deine Träume visualisierst, wirst du entsprechend immer mehr zu dir zurückkommen. Also stell dir vor, es gibt diesen kleinen Kreis, das bist du, alles darum herum hast du wenig Einfluss drauf, also bleib bei dir. Das darfst du lernen zu akzeptieren. Als zweiter Punkt geht es darum zu verstehen, dass alles ein Resultat deiner Gedanken ist, deiner Wahrnehmung und dass du über diese Gedanken auch deine Umwelt in gewissermaßen steuern kannst. Es ist jetzt etwas widersprüchlich zum ersten Punkt, aber es geht nur darum zu verstehen, dass wenn du deine Gedanken in Kontrolle hast und auch verstehst, dass deine Gedanken deine Emotionen steuern, dass du immer über deine Gedanken auch entscheiden kannst, welche äußeren Emotionen du in dich reinlässt und wie du mit denen umgehst, wirst du auf jeden Fall viel gelassener und viel freier und kannst deinem Plan viel effizienter folgen und die Kontrolle über deine Handlungen letztlich auch nehmen und übernehmen, weil das nicht mehr nur von Emotionen gesteuert ist, sondern weil du gedanklich ausgerichtet bist und visuell ausgerichtet bist auf dieses Ziel. Und wenn du dieses Ziel vor Augen hast und dann auch entsprechend eine Strategie, einen Plan verfolgst, dann kommst du auch in die absolute Selbstkontrolle. Als zweiter Unterpunkt zum Thema Verstehen gilt es auch darum zu verstehen, dass deine Wahrnehmung ist rein relativ, ist subjektiv. Das heißt, so wie du Umstände wahrnimmst und so wie du Leute wahrnimmst und ihre Einstellung zum Leben, was wir auch zu Anfangs besprochen haben, ist rein subjektiv. Das heißt, es ist von deiner Meinung nach vielleicht weniger gut, wie manche Leute leben, aber für sie ist es gut und für sie ist es ganz normal und für sie ist es zufriedenstellend und befriedigend und sie führen ein glückliches Leben. Also mach dir das bewusst, dass deine Wahrnehmung nicht unbedingt mit der Wahrnehmung der anderen Leuten übereinstimmt. Dann der dritte Punkt ist das Anwenden dieser Technik der Selbsthilfe. Wenn du Spaß daran hast und wenn du dieses Ziel vor Augen hast und du weißt, dass du, wenn du einen entsprechenden Plan folgst, der klar ist für dich und der simpel ist, und du immer wieder auf diesen Weg, diese Strategie, die du auch als Weg sehen kannst, indem du immer wieder dich zurückbringen kannst auf den Weg, indem du dir Fragen stellst, wie kann ich es besser machen? Wie bringt mich jetzt diese Aktion meinem Ziel näher? Kommst du automatisch in die Selbstkontrolle und du darfst dir auch immer wieder dieses Bild vor Augen führen, was ich als bestes Beispiel finde, wenn es darum geht, um das Thema Selbstliebe, Selbstentwicklung. Wenn im Flugzeug erklärt wird, kurz vorm Start, die Sicherheitsmaßnahmen, und es geht darum, was passiert bei Sauerstoffmangel oder bei Rauchentwicklung, und es fallen diese Sauerstoffmasken dann automatisch aus der Decke raus. Und du hast ein Kind neben dir sitzen, dann wirst du nicht zuerst dem Kind die Sauerstoffmaske aufsetzen, sondern fängst bei dir an. Weil wenn du es zuerst dem Kind aufsetzt, reicht vielleicht der Sauerstoffgehalt in der Luft nicht aus, um zu überleben. Das heißt, dein Kind wird höchstwahrscheinlich auch sterben, weil es dann keinen Elternteil mehr hat oder weil du dann nicht mehr da bist, aufgrund deines Ablebens, weil du nicht zuerst dir die Sauerstoffmaske aufgesetzt hast. Also geht es darum, immer, und das projiziert auf dein Leben als hilfsbereite Person, hilfst dir zuerst selbst. Wenn du dir geholfen hast, kannst du auch anderen helfen und du wirkst auch noch viel inspirierender und anziehender, wenn Leute sehen, und es geht immer nur darum, Handlungen an den Tag zu legen. Worte alleine zählen nicht. Wenn du ins Handeln kommst, wenn du zeigst, hey, ich habe es schon geschafft, dann werden dich Leute auch begeistern finden und sie werden dir auch versuchen, gewisse Dinge abzuschauen oder dir Fragen stellen, wie du es geschafft hast. Und für mich ist das der wahre Erfolg, mit Beispiel voranzugehen. So, wenn du es dieses bewusst bist, dann geht es natürlich auch darum, den Leuten, die bereit sind, deine Hilfe anzunehmen, ihnen auch deine Erkenntnisse weiterzugeben, dass es über diesen Prozess der Selbstentwicklung, der Selbsterkennung, der Liebe zu dir selbst, indem du verstanden hast, wie du die Kontrolle über dich übernimmst, über dein Leben und wie du entsprechend auch durch die Ausrichtung
auf deine Ziele mit deinen Taten, wenn dies im Einklang ist und du damit den Griff in deinem, den Griff wieder angelegt hast in deinem Leben, alles wieder in den Griff bekommen hast, letztlich, dann sehen die Menschen auch, dass dieses Glück, das du und den Spaß, den du dabei hast, dass sie dir davon auch teilhaben wollen. Und dadurch wirst du wiederum, wie gesagt, inspirierend. Und wenn du inspirierend bist, dann, ja, was passiert dann? Dann denken sich die Menschen, hey, wie kann jemand so inspirierend sein und wie kann sie jemand glücklich sein und Spaß haben bei dem, was er macht, weil er, obwohl er vorher vielleicht noch ein paar Monate, ein paar Jahre noch ein Häufchen Elend war. Und letztlich ist es für mich dieses, ja, allein schon dieser Ausblick, dieser Glaube daran und der Wille, deine Ziele zu verfolgen und fest daran zu halten, an diesem Plan, an dieser Strategie, an diesem Prozess der Weiterentwicklung und der ständigen Verbesserung, dass das die Wahrheit Freiheit dafür, die Freiheit ist und der Preis dafür, sich für sich erstmal zu entschieden zu haben. Und indem ich weiß, wer ich bin, indem ich immer mehr mich kennenlerne und immer mehr die Kontrolle über mich übernehme ich auch automatisch die Kontrolle über das, was ich anziehe. Welche Leute in mein Leben kommen, ob es die richtigen Kunden sind, ob es die richtigen Geschäftspartner sind, die richtigen Partner, Lebenspartner, Freunde, Bekannte und so weiter. Das hängt alles davon ab, wie sehr du dich schätzt und wie sehr du bei dir bist. Und das will ich dir mit zu Herzen legen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann denk daran, andere Resultate bekommst du durch andere Taten, durch andere Handlungen. Alles ist eine Frage des Prozesses. Und wenn du diesen Prozess einmal angenommen hast, wenn du dir auch einen anlegen willst, dann geht es darum, einen zu finden, der dir wirklich Spaß macht. Das ist die Hauptsache im Leben, finde ich, dass man Spaß dabei hat und ja, einen Glauben daran hat, Vertrauen in sich hat, Vertrauen auch in die Personen, die einem im Leben weiterhelfen. Und dann kannst du das Vertrauen auch automatisch weitergeben und hast weniger Bedenken, dass die Menschen dich ablehnen. Soweit zum Thema Kontrolle. Also es geht wegzugehen, kurz nochmal zusammengefasst, von der Kontrolle und hinzugehen in die Inspiration. Lieber inspirieren. Und inspirieren ist noch von der vielen natürlichere Art. Da kommt das Gesetz der Vibration, der Anziehung ins Spiel und zu tragen. Und die Kontrolle ist eher für mich eine Sache des Egos. Und Inspiration ist, du bist bei dir angekommen, dir ist egal, was die anderen machen. Es geht nur darum, dass du dich wohlfühlst. Und wenn du dich wohlfühlst, dann können dich auch andere mehr respektieren und werden dich dafür anerkennen, dass du diesen Weg gegangen bist, zu dir zu finden und dich und dein Leben zu kontrollieren. Wenn dir das Video geholfen hat, dann setz gerne nochmal ein Like unter dieses Video. Schick's weiter an Freunde, die auch ein Problem haben mit dem Kontrollieren, mit der Überkontrolle von anderen, von sich selbst, von Umständen. Und ja, abonniere meinen Kanal, setze eine Glocke, klick auf die Glocke. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Weiterentwicklung, viel Erfolg bei allen deinen Unternehmungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.